So, lass es geschehen, YouTube. Herzlich willkommen. Heute machen wir ein Skin Spotlight zu Space Monkey Humbats. Ne? Aber da ist noch ein Krokodil. Ist nicht schlimm. So, ich zeige euch heute mal den Skin zu Humbats. Der hat jetzt einen neuen Skin bekommen. Das ist der Space Monkey. Der hat eine ganz witzige Ulti eigentlich. Das E ist ganz witzig. Wenn man jetzt zum Beispiel das E hier anmacht, dann hüpft hier so ein. Dann hüpft so ein kleines Alien-Gerät hin und her. Das war das E, also die Nummer 3. Dann zeige ich euch einmal die 1. Das ist der Jump. Das ist das. Und dann hier einmal das W. So, damit ihr das dann einmal sehen könnt. Die Auto-Hits. So sehen die Auto-Hits aus. Hier nochmal das W. Das. D1 mit dem Fliegen und dann hier nochmal der kleine Alien hier. Das ist so ein kleines. Sieht ganz witzig aus. Hier ist jetzt mal, hast du was verschüttet? Ja. Ja, ist egal. Ist Nicht egal. schlimm. So, jetzt mal ruhig. So, jetzt so sieht er aus, wenn er dann einfach nur rumfliegt, wenn man ihn stehen lässt. Vorsichtig mit Trinken. Und nebenbei ist mein Sohn. Das ist die Ulti von ihm. Zeige ich euch gleich einfach mal. So, einfach nochmal hier. Ich finde, das ist super geil geworden, irgendwie mit dem Springen. So, da war dann nochmal das Springen. Hier ist nochmal das Hüpfen. Jetzt haben wir natürlich kein Mana mehr. Oh, doch, haben wir. So, jetzt gehen wir einmal nochmal back. Wir holen jetzt einmal nochmal Mana wieder zurück. Mit dem Hüpfen, das ist der Backruf. Dann können wir den mal von vorne ein bisschen sehen. Ist geil gemacht, definitiv. Also die Skins bei Smite sind sowieso immer sehr detailliert und sehen echt gut aus. So, dann latschen wir mal wieder dahin und dann gucken wir uns noch einmal die Nummer 1, die 2, die 3 und dann die Ulti an. Die Ulti ist für mich sogar also so ein kleines Highlight. Sieht echt gut aus, so. So, ist das weh? Sind sie dann matsch, die alten Compadres. Schon mal so schnell einfach mal. Wir holen jetzt so lange mal den Blue. Solange Ra noch nicht da ist. So. Können wir das mal sehen. Ein bisschen so die Auto-Hits. Wieder. Das sieht ganz. Sieht wirklich cool aus. Gefällt mir definitiv der. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, der Skin. So, dann können wir mal hier. Geben wir dem mal wieder hier eine Schelle. Warten wir mal auf Radi-Pfeife. Wo ist denn der? Ups. Beim nochmal aktivieren kann man sich ja dahin jumpen. So, jetzt lassen wir den gleich mal ein bisschen. Wir lassen den mal ein bisschen rauskommen. Damit wir da mal die Ulti machen können. Damit ihr das mal seht. 1, 2, 3. Das ist der vierte Hit. Könnt sogar das eine Item noch kaufen. Ja, machen wir mal so lange. Hast du gerübst? Ja. Gut gemacht. So. Dann holen wir erstmal das hier. Dann haben wir das schon mal. Ich hoffe, das stört euch nicht. Also mich stört es nicht. Deswegen. Darf er ja auch sein. Ist ja nur ein Skin Spotlight. Oder ist ein Skin Spotlight. Es ist ja nicht schlimm, wenn der Kleine da im Hintergrund noch werkelt. So, jetzt machen wir einmal die komplette Combo gleich auf Ra. So. Hüpfen mal. Jetzt kommt die Ulti. Das war die Ulti. So, dann hat man die einmal, hat man einmal so diese Combo gesehen. Dann sehen wir das nochmal hier mit dem Auto hitten. So, das war's. Danke fürs Zusehen. Das war so ein Skin Spotlight zu dem neuen Space Monkey Humbats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder. Tschüss, bis dann.